Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kario und heute bin ich nicht alleine hier, und zwar an meiner Seite der gute Marco, denn es ist wieder Zeit für die Vinylstube, die Rubrik, wo es schwerpunktmäßig, ja, natürlich um das schwarze Gold hier geht, um die Vinylplatte. Wir haben heute wieder ein sehr, sehr tolles Thema für euch, aber bevor wir einsteigen, muss ich euch unbedingt eine Platte, besser gesagt eine Band vorstellen. Die ist jetzt die Tage bei mir angekommen, und zwar 69 Bitter Beings. Wer unser erstes Interview gesehen hat, ich habe über eine Band gesprochen, CKY heißen die, da gibt es einen Ableger jetzt, also nicht CKY 2, sondern hier 69 Bitter Beings. Die haben eine Platte rausgebracht vor 2 Jahren. Das ist der Sänger, der ehemalige von CKY, weil die sich untereinander zerstritten haben. Also im Prinzip wie Venom, Venom Inc. oder Entombed AD. Und und der ein oder andere, der weiß noch aus dem Interview, wie ich gesagt habe, die Platte, die ist auf 400 Stück limitiert, 200 schwarze LPs, 200 Clear Vinyl Ausgaben. Und der Preis einfach hat den Unterschied gemacht. Also die Clear Vinyl hat $15 mehr gekostet wie die Black Vinyl. Und ich habe mir gedacht, ja, was soll das denn? Weil bei Clear Vinyl habe ich auch so das Gefühl, die rauscht mehr. Da ist so ein Grundrauschen. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht kennt sich der eine oder andere von euch da draußen aus, wieso gerade bei Clear Vinyl es häufiger vorkommt, dass da so ein Grundrauschen ist. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, ich mag zwar farbiges Vinyl, aber hier sind $15 Unterschied. Das macht für mich keinen Sinn. Und dann habe ich mir das Ding hier bestellt. Ist wirklich heute hier angekommen, was ich sehr schön finde. Der Frontmann hat das einfach signiert, ohne zu fragen. Da dachte ich mir so, ja, cool, ist nett, hätte er nicht machen müssen. Und hat auch nicht mehr gekostet, weil manche Bands machen das heutzutage, die, wie so Offspring zum Beispiel, die bringen auch ihr neues Album raus. Da kostet die signierte LP $20 mehr als die reguläre. Oh Gott. Auf jeden Fall, hier auf dem Net ist der Gimmick. Und warum muss ich euch das Ding hier vorstellen? Ganz einfach, wer so CKY hört, das ist so erdiger Rock mit Disco-Elementen drin, aber überhaupt nicht so kitschig oder so. Das ist eine mega interessante Mischung. Und ihr müsst unbedingt die Songs Still Unstable, Still at Large anhören. Mega, mega geil. Oder wer halt CKY kennt, den Song Where Were You? Mega, mega stark. Und ja, Stichpunkt Disco und die Einflüsse, die haben ein Michael Jackson Cover hier drauf und das ist Beat It. So geil. Kann ich euch hier nur empfehlen. Das Ding lief die letzten Woche natürlich erstmal im Streaming rauf und runter. Jetzt habe ich das Ding endlich auf LP. Hab's heute natürlich einmal direkt, bevor wir uns getroffen haben, hier gehört. Und ja, kann ich das Ding einfach nur empfehlen. Schaut einfach mal unten in der Beschreibung nach. Da findet ihr das Ganze. Wie gesagt, das lief bei mir die letzten Tage. Und ja, was lief denn bei dir so? Was hast du dir angehört? Ja, du hast ja schöne Post bekommen von Oktober Promotion und hast mir erzählt, dass die tolle Crowbar dabei ist. Mhm. Und da musste ich die natürlich bei einer Autofahrt sofort mal reinlegen über Spotify. Ich habe sie auch nur über Spotify bisher gehört, ist auch noch verschweißt, das ganze gute Stück. Und war vom ersten Track direkt geflasht gewesen, wie fett dieses Ding ist. Also Crowbar ist auch so eine Band, die erste. Und die Broken Glass waren für mich immer so die beiden Platten, so, boah, was ein fetter Sound, ne? Also unser damaliger Schlagzeuger von Gomorra, der Kai, der kam irgendwann mit der Band mal um die Ecke und hat mal, hey, die musst du dir mal anhören. Und ich dachte so, Alter, was ist denn das für ein Tuning? Das ist ja irgendwie A- oder B-Tuning, was die haben. Ich glaube, hier auf der Platte auf jeden Fall ein A oder sowas. Und ultra fett brachial. Mhm. Also wer die alten Crowbar, wie gesagt, ich habe sie auch irgendwie verloren, aus den Augen verloren, wobei wir mit denen sogar mit Hatebreed in England für 2 Wochen auf Tour waren und sehr viel Spaß hatten. Hab die da irgendwie komplett, war weg gewesen. Ne? Für mich war immer nur das erste Album, das zweite, also hier so, ist ja nicht das zweite, das ist Broken Glass. Die waren bei mir so prägnant gewesen. Mhm. Und wo du mir die jetzt wieder zugesteckt hast, hier, hör mal da rein, da so, boah, fett. Ja. Das ist also geil produziert und so, finde ich echt ein geiles Ding. Mhm. Also nicht wundern für euch da draußen, warum die noch eingeschweißt ist. Wir drehen mehrere Folgen an einen Arm, wie unter anderem, also wer die erste Folge gesehen hat, da haben wir euch die Gun ist Gun vorgestellt.
Die Post, die ist ganz frisch bei uns hier eingetroffen, deswegen haben wir es noch nicht aufgemacht. Aber guckt mal bei Marco auf Instagram, verlinke ich euch genau jetzt hier. Da findet ihr sämtliche Bilder, wie muss das hier alles in Ruhe natürlich anhören. Natürlich gibt es noch andere Wege, wie man sich die Musik anhören kann, wie zum Beispiel Streaming. War bei mir auch so mit der 69 Better Beings, daher nicht wundern. Jetzt muss ich sagen, ich glaube, das ist auch sogar eine farbige Vinyl, das ist eine Splatter. Vinyl, schaut mal auf jeden Fall auf dem Instagram-Account von Marco vorbei, da werdet ihr das hier sehen. Red, Yellow, Splatter ist es. Genau, ja, steht ja. Sticker sogar drauf. Genau, und da haben wir uns gedacht, so, hey, weil Crowbar und auch dieses ganze Umfeld mit Pantera, das ist so eine Crew, möchte ich gerne sagen. Da sind super viele Projekte raus entstanden, Zusammenarbeiten, wie zum Beispiel der Kirk hier von Crowbar, der hat ja auch mit Jamie, weil du sagtest, mit Hatebreed sind die auch ganz dicke. Die haben Kingdom of Sorrow rausgebracht vor 10 Jahren, 2 Alben. Ja. Ist auch irgendwie aktuell an ACTA gelegt, aber da gibt es unzählige Beispiele. Und ihr könnt ja sehen, wir gehen so ein bisschen ein auf Damage Plan, auf Down, Hell Yeah. Oder dann hat der Marco hat natürlich die großartigen Pantera, hat er hier und auch hier das neueste Projekt von Phil. Filamente, ja, genau. Was du einmal vorstellen möchtest. Ja, das ist, als ich die zugeschickt bekommen habe von Nuclear Blast, da war ich echt baff gewesen. Hab da auch mal kurz reingehört. Das würde mich auch mal interessieren, wie ihr, wenn ihr irgendwas interessant findet, wo ihr eure Quellen dann herholt, ob das dann Spotify ist oder YouTube oder irgendwo mal reinhört, weil man holt ja nicht immer gerne die Katze im Sack irgendwie und Platten sind ja auch nicht gerade günstig und man will ja irgendwie auch einen Vorgeschmack irgendwie was wissen, wie ihr das dann so macht und dann zugreift zu dem Original. Und die habe ich jetzt zugeschickt bekommen und habe die aufgelegt und dachte so, alter Schwede, was ist das denn? Phil erkennt man nur streckenweise, dass er es halt ist, weil er der grunzt halt richtig krass. Es ist halt echt richtig geiler Grindcore. Also es ist halt echt fett und es kommt auf 10 Inch, also mit meinem Lieblingsformat. Ich finde das Format so ultra geil. Und als Clubcover, also es hat echt schön aufgemacht. Mhm. Leider zu wenig Songs, aber... Ist eine EP, oder? Ist eine EP, ja, genau. Genau. Hat 6 Songs drauf und ich glaube, die geht gerade mal 20 Minuten oder so. Es ist halt, geballert. Ne? Und solltet ihr mal anchecken. Ist auf jeden Fall ein Brett. Also wer auf so Grind Death steht, sollte das auf jeden Fall mal gehört haben. Also ich musste sagen, ich musste das auch 2-3 Mal hören, bis es halt Klick gemacht hat bei mir. Da dachte ich mir so, richtig, richtig fett. Am Anfang so, Phil Anselmo oder weiß ich nicht, das war diese White Wine-Geschichte. Und da war ja schon immer so ein bisschen problematisch. Deswegen habe ich auch Pantera, wenn wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, immer geskippt und gesagt, nee, möchte ich nicht. Und der hat ja auch ein eigenes Label und hat auch viele Sachen im extremen Metal-Bereich veröffentlicht. Und nicht alles, was der rausgebracht hat, fand ich auch immer hörbar. Sowas wie Superjoint Ritual tue ich nicht immer noch schwer. Stimmt, das hat er auch gemacht, ja. Das habe ich mich so schwer getan. Dann hat er ja genau noch hier Down. Am Start hat, ich weiß nicht, da gab es ja diesen White Wine-Vorfall vor 3-4 Jahren und die Band wurde dann überall ausgeladen auf den ganzen Festivals und dann wurde die auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie nennt sich das? Hiatus nennt sich das dann im Englischen, wurde dann der Status ausgerufen. Jetzt planen die wieder irgendwas, ich weiß es nicht. Aber so ein paar Songs, die haben wir tatsächlich hier mit, ich glaube, Rex Brown war auch von Pantera hier als erstes dabei. Genau, und Kirk von, von Crowbar. Ja. Genau, Down, da kannst du, glaube ich, mehr zu erzählen zu der Band. Ja, für mich ist die Band eigentlich so, es hat Geschmackssache. Ne? Also ich kann mir die auch nicht immer antun. Die erste Platte ist halt echt ein fettes Ding. Habe sie auch live gesehen. Einmal aus Zufall in Paris und einmal irgendwie auf einem italienischen Festival, wo auch Phil die ganze Zeit da mit seiner Whiskyflasche da rumgerannt ist und so. Und ja, der war halt ultra breit gewesen und Down waren da gewesen, die haben da gespielt. Und ich finde, Down ist halt einfach eine Liveband. Also ich kann mir die zu Hause irgendwie nicht anhören, keine Ahnung aus welchem Grund. Gibt es 1000 andere Bands, die auch so ähnlich was machen, die mir dann irgendwie eher liegen, zu Hause zu hören. Und ich habe sie jetzt 2-mal live gesehen und es hat eine mega Liveband. Die sind halt einfach
ultra tight, ne, das passt alles zusammen, ne? Und dieses Auftreten halt, ne, die sehen halt alle so ultra eigentlich asozial aus, ne, aber das ist halt das, was die Leute sehen wollen, ne? Und deshalb echt er selber auch auf der Bühne, wie auf der sich das Mikro nie die Fresse gekehrt hat, so, er war irgendwie in Paris, war der nur am Bluten gewesen, ne, und ja, also Down auf jeden Fall eine fette Sache. Ich glaube auch, bevor er sich das Mikrofon einmal so viel gegen den Kopf geschlagen hat, war er noch recht erfolgreich mit Pantera, dass er einfach, glaube ich, in den 90ern, wo viele sagen, hört mal zu, Metallica, alles schön und gut, aber Pantera. Ich höre von vielen, wenn die auf die 90er-Metal-Phase zu sprechen kommen, Metallica, ja, hier diese Load- und Reload-Phase mit Mascara, Haare ab, oh nee, aber dann gab es Pantera, diesen Redneck-Style, diese Gitarren, diesen Groove, und die haben so richtig so die Arbeiterklasse und für das, was Metal steht, so supported und auch mit den Bermuda-Shorts und oben ohne und großartiger Sound. Da bist du auch aufgewachsen, kann man das so sagen, beeinflusst? Ja, also klar, das war so meine Teenager-Zeit, also auf jeden Fall die Vulgar und die Cowboys from Hell, wobei die Cowboys from Hell, da gibt es auch eine kleine Story zu. Von meinem Vater damals, der Arbeitskollege, hat in Koblenz in der Rhein-Mosel-Halle Judas Priest sich angeguckt. Ja. Und als Vorband war Pantera mit der Cowboys from Hell gewesen. Und das Geile war halt, der war, glaube alle zwei, drei Tage war der bei meinem Vater gewesen. Ja. Und haben immer gequatscht. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe da schon Mathe gehabt und ich kannte die Band da zu der Zeit noch nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, hey, da war eine Band als Vorband, die hat alles abgeräumt. Die waren schon fast besser wie die Hauptband. Ne? Ja. Und das waren halt Pantera gewesen. Und danach, nach dieser Tour wohl, ging das richtig wohl auch steil bergauf. Ja. Aber es gibt auch vorher, das ist nicht der das Debütalbum von denen. Und es gibt halt, die haben ja vorher einen ganz anderen Sound gemacht. Und zwar haben die richtig einen Power Metal gemacht, wo Phil Anselmo halt echt so, ja, so singt. Der Rob Halford. Also ja, genau, so einen Stil haben die gehabt. Teilweise sind ja so Parts dann auch drin auf der Platte, wo der so extrem hoch singt. Ne? Das richtig asoziale Raue kommt ja dann erst bei der Vulva raus. Und auf jeden Fall eine sehr fette Band. Auch hoch und runter gehört. Ne? Was ich traurig finde, ist, der Vater von Vinny und von Dime, ich weiß nicht, da steckt der auch da irgendwie drin in den Anfangstagen. Ich weiß nicht, ob der den Geld vorgestreckt hat oder das produziert hat. Irgendwie sowas. Und das hat er sich, glaube ich, auch dazu geäußert, als der Vinny vor zwei Jahren gestorben ist, dachte ich mir so, oh, wie heftig ist das denn so? Weil wenn du so talentierte Jungs hast und denen ja mit die Karriere aufbaust, mit Pantera, und die da finanziell unterstützt oder auch kreativ als Produzent, und dann siehst du, dass deine eigenen Kinder vor dir eigentlich sterben. Und er ist auch, also die Eltern sind auch, weiß ich nicht, gehen auf die 80 zu oder sind da vielleicht schon über 80. Also mein lieber Mann, also das ist heftig als Elternteil, das irgendwie durchzumachen. Aber wie gesagt, wenn ihr euch für Pantera interessiert, schaut euch mal die Anfangsphase an. Das ist sehr, sehr interessant. Gibt es auch mega geile Fotos, wie so eine 80-Hair-Metal-Bands mit Spandex und allem. Ja, und dann kommen die halt hier, man kann es halt sehen, Oberkörper frei und Chucks und Bermuda-Shorts. Ja, die haben dann nochmal komplett sich verändert so in dem Bereich. Ne? Aber mega fett. Wir haben mit Caliban sogar in den USA in dem Club gespielt, wo Dimebag Darrell erschossen wurde. Nee. Das war, ich habe da auch irgendwo noch Fotos von und das war schon ein komisches Gefühl, als wir da gespielt haben in dem Club. Das, also auf der Bühne so stehen, wo derjenige damals erschossen wurde, den du ja so irgendwie nicht angehimmelt hast, aber du hast ja irgendwie als Teenager alles da so irgendwie fett, geil. Ja, und das war schon komisch, das ganze Ding. Was ich auch so im Nachhinein erfahren habe, da bin ich auch so das erste Mal auf Damage Plan. Das war auch die Zeit, wo er dann leider auf der Bühne abgeknallt wurde. Stimmt, mit der Band war der da auf Tour. Und also dieser Einfluss von Dime, ich weiß, ich habe Static X verfolgt und dann haben die das gepostet. Er ist ja irgendwann Dezember 2004 war das, glaube ich, wo sie den von der Bühne geholt haben. Haben das dann gepostet und haben es dann alle gepostet. Also diese Solidarität. Ich meine, wenn jetzt ein Musiker stirbt, hauen das alle durch Twitter. Ja, aber das war für mich so das erste Mal, dass ich das wahrgenommen habe in der Metal-Community,
dass da wirklich eine Trauer war, die auch noch viele Jahre danach anhielt, wo alle sagen, hört mal, Dimebag, so ein guter Mensch, einflussreicher Gitarrist, der war immer gut drauf, immer Party, also gibt es keinen, der sich irgendwie so kritisch darüber äußert. Selbst Phil Anselmo hat sich ja damals unter Tränen, gibt es noch so YouTube-Mitschnitte, da gemeldet und gesagt, wie sehr ihn das alles leid tut, aber der war, glaube ich, so zerstritten mit Vinny, dass er gesagt hat, ich will dich hier nicht auf der Beerdigung haben oder so etwas. Und da dachte ich mir so, schlimm, also heftig, ne? Ja, also, und da bin ich genau auch, weil wir nämlich das im ersten Video hatten, ich bin erst auf Soulfly, dann auf Sepultura gekommen und hier war das genauso mit der Nachfolgerband. Ich bin erst auf Damage Plan gekommen, aufgrund der Tatsache, dass er bei Damage Plan gespielt hat und wurde dann da leider ermordet auf der Bühne und dann erst zu Pantera. Genau, also hier auch so eine kleine All-Star-Band. Ja, der Bassist damals war recht unbekannt. Der war auch später dann anfangs Bassist hier bei Hell Yeah. Aber der Frontmann hier von Damage Plan, der ist ursprünglich Gitarrist bei so einer kleinen, auch Groove-Metal-Kombo, die nennt sich Diesel Machine. Die neueste Platte von denen, die haben nur zwei gemacht, ist nach 20 Jahren letztes Jahr im Sommer rausgekommen. Das ist richtig stumpf, muss man dazu sagen. Mhm. Und der Sänger von Diesel Machine wiederum war mal zwischenzeitlich bei Soil, so ein New Metal Band, vor 10 Jahren war es ungefähr. Auch einfach geil, wie ein Gitarrist dann zum Frontmann zu so einer Kapelle wurde. Und ja, also die gab es auch letztes Jahr oder gibt es immer noch oder immer wieder. In der gleichen Besetzung, also sprich hier der Frontmann von Damage Plan ist dann wieder Gitarrist bei denen und hat auch nach der Band, haben die glaube ich alle nichts mehr so gemacht, bis auf natürlich Vinny, der hat dann erstmal gesagt, nee, ich möchte meine Ruhe haben und dann sind die Jungs von Mudvayne zu denen hingekommen, ey komm, lass doch mal hier was machen und daraus ist hier tatsächlich Hell Yeah entstanden, so das letzte musikalische Stück von Vinny Paul. Da gibt es auch eine interessante Geschichte dazu. Und zwar habe ich die gesehen 2014 im Kölner Underground. Okay. Und da musst du das auch so, so vorstellen, der Vinnie Paul, der mein Bruder, der wird auf der Bühne abgeschossen. Dann kapselst du dich komplett ab von der Außenwelt. Und dann denke ich mir so vor, das macht ja einem mit Menschen was. So, ne? Der ist ja weltberühmt. So. Das ist für mich so einer der Top 3 Metal-Drummer. Ja. Der will mit niemandem was zu tun haben. So, dann gehe ich da so zum Underground hin. Und wer steht da mitten auf dem Bürgersteig? Vinnie Paul. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ich gehe auf den zu, ich dachte, der geht jetzt irgendwie weg oder so. Da guckte der mich an. Ich hatte dann ein Mudvayne-T-Shirt an, weil der Sänger von Mudvayne ist auch Sänger von Hell Yeah. Ja. Und dann, ihr kommt da so schon, Tonal, das ist ja, 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 cool. Und dann redest du mit dem über Gott und die Welt. Und dann so, wie geil. Und dann kannst du ein Foto machen. Ja, überhaupt kein Thema. Und dann kam da noch ein Kollege hinzu. Und dann gehst du in das Underground rein und das war schlecht besucht, da waren höchstens 20 Leute oder so und denke ich mir so, ey Alter, das ist, hier spricht Vinnie Paul, auch wenn das nur Hell Yeah sind, aber das war schon so eine kleine All-Star oder ist immer noch so eine kleine All-Star-Kombo und Vinnie fucking Paul spielt im Underground und da haben die zwar so einen Wellenbrecher dahin gemacht, so in der ersten Reihe, aber du konntest da locker stehen. Ja. Und der hat die ganze Zeit immer so Drumsticks geworfen und ich dachte mir so, Alter, was macht der damit? Und dann so zack, gucke ich dann so auf meine Brust, ich so, Alter, wie geil ist das denn? So Vinnie Paul, ein Drumstick. Und ich bin nie jemand, der sowas so gesammelt, so Gitarrenpack drin und Drumsticks gar nicht. Aber wenn so. Sowas dann gerade passiert, ist das super eigentlich. Und da dachte ich mir so, ey, wie krass ist das? Also so ein Tag, wo du von einer Person denkst, die muss doch komplett geschädigt sein fürs Leben, steht da so mitten auf einer Straße und begrüßt dich so, dass du zur Show kommst. Ja. Wahrscheinlich, weil da nur 20 Leute oder so waren, so eine Metal-Legende. Ja. Und dann kriegst du halt nur sowas, irgendwie so einen Stick in der Hand und ja, das ist immer noch so ein Ding, woran ich mich erinnere und war natürlich sehr, sehr geschockt. Wenn da so echt einer seiner Helden, muss man dazu sagen, der hat plötzlich verstirbt, ein Herzversagen oder Herzinfarkt. Ich weiß jetzt gar nicht, was da genau passiert ist, aber bei Dimebag war das echt heftig gewesen. Da war mir gerade, da war ja meine erste Caliban-Tour gewesen mit Machine Head und Rob war wohl auch ganz dicke mit dem. Und die haben auch jeden Abend als Zugabe Walk gespielt. Mhm. Ganze Tour, richtig geil haben die das gespielt. Er singt das auch ultra gut, der Rob. Und ja, wir waren, glaube ich, in Kroatien irgendwo. Da kam die Nachricht. Kurz vor der Show. Ja. Bevor wir auf die Bühne sind. Und so, wir so, was, voll krass, ey. Vor allem, ja, ein Attentat. Nicht so irgendwie verstorben. Der ist halt erschossen worden. Ne? Also, ist halt, ja, das war halt schon heftig gewesen. Ne? Und Machine hat dann gespielt und die haben ja in dem Set
weiß nicht, wie die Platte heißt, hier, wo Imperium drauf ist, auch in... From the, irgendwas mit Ashes. Ja, genau. Und da ist eine ruhige Ballade drauf. Mhm. Und die haben sie dann gespielt und Rob ist dann erstmal zusammengeklappt, hat ultra geheult. Mhm. Konnte nicht mehr. Und so. Das war... Ja. Das war schon komisch. Also auf jeden Fall. Und dann ein paar Jahre später war man auf Worst-Tour und haben natürlich auch in dem Club gespielt. Ne? Mhm. Ja. Unglaublich. Naja. Ich finde auch so, der Begriff Fan, der kommt ja von Fanatismus. So bekommt da auch nochmal eine komplett andere Bedeutung, weil der Typ, der war ja kompletter Pantera-Fan, hatte zwar irgendwann einen weg, aber aufgrund der Tatsache, dass der halt psychische Probleme hatte und dass die Band in seinen Augen nicht mehr irgendwie so zusammen ist oder auch nicht mehr zusammenkommen könnte, hat er ja im Prinzip einen seiner Idole abgeknallt. So, und Das ist ja dasselbe im Grunde wie der Mörder von John Lennon halt. Ne? Ja. Und ich habe den letztens mal, es gibt ja auch einen tollen Spielfilm über das Geschehen und Jared Leto, der Sänger von 30 Seconds to Mars. Genau, ja. Der spielt die Hauptrolle als Chapman, als Mörder von John Lennon. Und der Grund, warum er, also der war ja riesen Beatles-Fan gewesen und auch später John Lennon, der fand den Typen ja gut. Aber John Lennon hat ja irgendwann mal zur Beatles-Zeit erzählt, Beatles, also wer Beatles, also irgendwie was mit Gott oder mit Jesus. Die Leute kennen eher Beatles als Jesus oder sowas. Und in Staaten wurde er da richtig so angegriffen. Wie kann er sowas sagen? Ne? Also in den 60ern war das ja noch ein bisschen anders, wenn man so... Ja, klar. Über Blasphemie. Ja, Blasphemie gesprochen hat oder sonst irgendwas. Und der Chapman hat sich gedacht, Mensch, der sagt, Beatles wären größer wie Jesus. Und er hat sich dann im Kopf zusammengesponnen, wenn er den John Lennon erschießt, würden alle Menschen immer seinen Namen mit in Verbindung mit John Lennon, dann wäre er auf demselben Stand und Grunde wie John Lennon. Mhm. Also wird, wenn einer sagt, John Lennon, ja, ist er erschossen worden, und wer war der Mörder? Chapman. Ja. Der wird immer in Verbindung. Es ist auch leider Gottes so. Ne? Ja. Also der ist ja wirklich immer irgendwie in dieser Verbindung. Ja. Ne? Menschen drehen einen Film über die Person. Ja? Also der hat ja irgendwie schon... Das klingt jetzt irgendwie so ein Makaber oder so, keine Ahnung, aber er hat ja irgendwie schon das fast erreicht, was er damit bezwecken wollte. Ne? Und das wusste ich auch vor ein paar Jahren erst gelesen, dass das eigentlich sein Gedanke dahinter war. Ja. Ne? Nicht, weil er die gehasst hat oder so, oder weil er denkt, John Lennon ist aus Beatles ausgestiegen oder sonst irgendwie was. Nein, das war einfach nur diesen Status auch haben. Ne? Das ist total wahnsinnig. Ne? Und sitzen tut er immer noch. Ne? Der wird auch nie wieder rauskommen. Hattet ihr schon mal sowas in der Band, wo ihr sagtet, so, okay, da kommt jetzt ein Fan auf euch? Das ist schon ein bisschen unangenehm. Ja, weiß nicht. Wenn du wenn jemand vor dir steht und sagt, ja, ich möchte ein Autogramm haben, so, dann weiß nicht, schaut man den in die Augen und kann das ungefähr einschätzen, wie der tickt und sagt, ja, der ist nur ein Fan, der will ein Autogramm haben. Da gibt es ja aber manchmal Personen, die zu einem hingehen, wo du denkst, okay, irgendwie stimmt das nicht. Oder der Vibe, der ist gerade, ich will nicht sagen bedrohlich, das ist komisch, wo du sagst, okay, hör mal, komm später wieder irgendwie so. Hast du schon mal sowas? Nee, eigentlich, also. Ich sage, du spielst in verschiedenen Ländern und die Fans reagieren schon ein bisschen anders. Mhm. Ja, es gibt halt Länder, die sehr vorsichtig sind, die dich dann fragen wegen irgendwas. Es gibt aber auch Länder, wo du spielst und die kommen einfach schweißgebadet, halbnackt noch und umarmen dich und sagen Foto oder sonst irgendwie was. Und das ist halt schon... Ja, es ist überall anders in jedem Land. Ne? Aber ich habe doch nie irgendwie gedacht, so, oh, der kommt mir jetzt gefährlich vor. Ne? Zum Beispiel unser Sänger, der Andi, der hat halt schon so ein paar unangenehme Geschichten da gehabt, wo irgendwie er halt auch ja so gestalkt worden ist, ne? Wo er irgendwie nachtelefoniert wurde und irgendwie ganz komisch. Das war schon nicht mehr so... Das war aber auch, glaube ich, vor meiner Zeit. Also da war ich noch nicht mal bei der Kapelle dabei gewesen. Aber nee, also so unangenehm wüsste ich jetzt nicht gerade so, dass das irgendwie mal wirklich, wo du denkst,
klar denkst du ja manchmal so, boah, ist aber ja, ein bisschen dreist oder so, so oder kommt schon sehr nah, ne, und man kennt sich ja eigentlich gar nicht, aber ich denke mir dann immer so, ey, ich denke, ich wäre auch nicht anders gewesen. Und man muss ja auch dazu sagen, in der heutigen Zeit ist es ja auch viel, viel einfacher, mit irgendwie einer Band in Kontakt zu treten. Mhm. Ne? Ich kann das aber auch mittlerweile voll gut verstehen. Also, wenn ich mir überlege, wenn man damals irgendwie ein Autogramm vielleicht von jemandem haben, da musste man ja irgendwie welche Kärtchen aussuchen und dann abschicken. Dann hast du irgendwann nach Wochen ein Autogramm bekommen. Heute machst du Facebook auf, Instagram. Du kannst der Person direkt schreiben. Ne? Mhm. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Das ist wie man verbunden ist, ist viel näher. Mhm. Und ich denke mal auch, das liegt auch daran, man zeigt ja auch den Leuten so ein öffentliches Leben irgendwie auch, was man betreibt. Ja. Ne? Ob es irgendwie der Hund ist oder wo man spazieren geht oder ob ich eine Platte poste oder so. Die Leute nehmen ja irgendwie an deinem Leben dann auch schon, sag ich mal, teil. Ne? Die gucken dann so und was passiert da? Ne? Und früher, das war das ja nicht so. Ne? Ich habe irgendwann mal erfahren als Teenager, dass Angus Young von AC/DC ja in Holland wohnt, irgendwie 50 Kilometer hinter der Grenze. Ich dachte, was? Der gibt's doch gar nicht. Der wohnt ja eigentlich in der Nähe. Ich habe zwar noch in Koblenz gewohnt, aber irgendwie ist das ja noch voll so greifbar. Ne? Mhm. Und ich glaube, das macht auch die Fans mittlerweile so ein bisschen entspannter, dass die offener auch sind und keine Berührungsängste haben. Ne? Ob das jetzt gut ist, ich oder Caliban waren immer eine Band, die ins Publikum reingegangen ist. Also wenn eine Show gewesen ist, wir gehen nicht immer direkt hin, so Backstage oder so, wir gehen gerne in die Menschenmenge rein. Ne? Das ist halt unser Ding so gewesen. Vielleicht kommt es auch daher, weil wir aus dem Hardcore-Bereich oder sowas kommen und das da so üblich war, ne? Und da irgendwie keine Berührungsängste haben. Ne? Also bin da gerne, weißt du, und ich kann das auch voll nachvollziehen, wie ich halt früher war. Ne? Ich habe früher Träume gehabt, dass ich mit Sepultura oder mit Creator im Proberaum stehe und einfach nur zugucken konnte oder einen Song mitspielen konnte. Ne? Und so denken wahrscheinlich genauso viele anderen auch. Ja. Ne? Und nur, dass ich vielleicht jetzt in dieser Situation oder sowas bin. Ne? Mhm. Und ja, also nee, also nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich habe sowas noch nie erlebt. Ne? Klar, als das frisch war mit Dimebag, ne, da hat man natürlich schon gedacht, boah, hast du da unten jetzt so einen Psycho da stehen, ne? Der da so abtickt oder sowas. Ne? Es ist ja auch nicht selten, ne? Wenn man jetzt bei Paris diese Anschläge gesehen hat, was da los war. Ne? Ja, und das ist schrecklich. Ne? Und wenn man dann denkt, so, du bist auf der Bühne, willst das Publikum unterhalten, hast Spaß, ne? Und dann knallt da einer wild rum. Ne? Das ist halt schon eine unangenehme Sache. Dann stehst du halt schon auf der Bühne mit so einem anderen Bauchgefühl, ne? Weil du nicht weißt, was da unten passiert. Und wenn man mal guckt, die Kontrollen auf Festivals oder gut, auf Festivals schon ein bisschen verstärkt, aber auf Shows, also. Ich war kurz, nachdem das im Bataclan passiert ist, bei Fear Factory in Köln in der Essigfabrik. Und das war mir echt unangenehm, wo ich mir auch dann so Filme geschoben habe. Ja. Was ist, wenn jetzt einer reinstürmt? So. Und dann guckt man. Ist. Oder vielleicht ist er ja schon da. Ist der neben mir? Ist der hinter mir? Oder auch so. Was ist, wenn jetzt passiert? Wo sind jetzt die Ausgänge? So, ich habe dann eine Zeit lang echt geguckt, so ein Jahr bestimmt, okay, wo sind die Ausgänge? Das war dann auch so, dass mir so Menschenmassen... Unangenehm. Das war generell immer schon bei mir so mit Menschenmassen. Beim Pinkpop, wo ich das in der ersten Folge erzählt hatte mit den Festivals, das war mein erstes Festival, da Metallica 2008 gespielt als Headliner. Und also jeder, der das Pinkpop kennt, da muss man so Treppen hochgehen und dann geht das halt so von der Fläche weg. Und dann stand ich da und mich einfach nur mal umgedreht. So, dann siehst du halt, wie 80.000 Menschen auf diese Treppe zugehen. Da wurde mir schwindelig und dachte mir so, oh, ich muss mich mal kurz abstützen. Und dieses Gefühl, so dass du überrollt wirst, so von der Menschenmenge. Du weißt aber nicht, was passiert. Und das hatte ich dann, nachdem das passiert ist, auch auf dem Fear Factory Konzert. Das war mir so unangenehm, dass ich auch eine Zeit lang, wo ich dann dachte, okay, wo ist jetzt der Notausgang? Wenn irgendwas passiert, schmeiß alles weg, renn dahin oder guck irgendwie unter der Bühne, versteck dich da. Das war sehr, sehr
beklemmend, unangenehm. Genau. Ja. Ja, man sollte halt nicht jetzt so Kopfkinos fahren, aber es ist halt schon, man verdrängt ja auch ganz gern. Ja, das ist ja auch irgendwie in der Sache auch wiederum gut, ne? Aber es ist halt schon ein fieser Beigeschmack, wenn man weiß, und wie wir jetzt gerade dieses Thema aufrollen, ne? Viele haben das auch schon vergessen oder sonst irgendwie. Aber es hat schon unangenehm. Ja, also wie gesagt, wir haben es also gerade, als du es angesprochen hast, wurde mir das erste Mal wieder bewusst so, dass ich halt, sag ich mal, 3-4 Jahre danach, also nicht halt so denke, so okay, wo ist jetzt der Notausgang, was ist jetzt, wenn jetzt jemand ist, der jetzt komplett durchdreht oder so, weil da war man doch zu viel auf Shows und wie du schon sagst, da ist mein Kopf schon viel, viel weiter, aber natürlich in der Anfangszeit, wenn sowas passiert, das war ja auch bei den ganzen Ami-Bands, kann ich mich dran erinnern, da kamst du gar nicht dran, alles was getourt hat, das war, hier ist die Band, da sind die Fans und spielen ihre Show, das war's, aber wie du schon sagtest, das ist ein Großteil der Bands, oder bist du zum Beispiel Viniport selber, 2014, steht da mitten auf der offenen Straße, ne? Selbst der war ja dann irgendwann natürlich weiter. Ich meine, es geht ja auch weiter, ne? Ja. Wo ich wirklich vom Schutz auf Konzerten reden kann, ist in Russland. Da gibt es ganz viele Konzerträume, wo du dir vorkommst, du gehst erstmal gerade durch den Flughafen, ne, wo wirklich diese... wo du dann da durchgehen musst. Ja. Ne, die filzen dich. Ne? Ja. Und die Türsteher da oder sonst was. Und wenn die dir zu nahe kommen, gut, die sind manchmal extrem, wo mir dann auch auf der Bühne piss werden, weißt du, die kloppen dann halb auf die ein, obwohl die nur auf die Bühne wollen, um wieder runterspringen. Ja, das kennen die da auch nicht so, dass sie so extrem austicken. Ne? Und da sind wir schon manchmal, haben wir auch manchmal abgebrochen, wo wir dann richtig die Leute da ansaugen, was das soll, weißt du, weil die Leute wollen Spaß haben, die tun uns nichts. Ne? Die kommen nur auf die Bühne und springen wieder runter. Das verstehen die aber nicht. Oder habt manchmal das Gefühl, die machen das vielleicht, um einfach Frust abzulassen, also die Tür stehen oder so. Und dann fand ich halt schon, also wir als Band fanden das auch schon immer ein bisschen, ja. Aber die sind da halt vorsichtig, ne? Und vielleicht ist ja auch schon zu oft was passiert, ne? Man weiß es nicht, ne? In dem Bogen zu dem Thema, neuere Projekte aus dem Pantera-Umfeld, verfolgst du das aktiv oder war jetzt hier Phil Anselmo sein Ding wieder so nach langer Zeit? Ja, ich habe das nicht verfolgt. Ich habe das auch gar nicht mitbekommen, dass da was kommt. Ne? Und war da selbst überrascht gewesen. Ne? Und ich habe halt einfach mal rumgestöbert auf der Nuclear Plus-Seite, ne? Und habe mal geguckt so und habe dann gedacht, so, wow, der Schriftzug gefällt mir. Ne? Und spricht mich schon an, guckst du, ach, das ist ja von Phil irgendwas Neues. Ne? Und war dann halt echt überrascht, was da bei rumgekommen ist, aber verfolgen tue ich das nicht. Ne? Ja. Also das ist. Ja. Ich weiß, glaube ich, die aktuellsten Projekte, also hier von Crowbar, der Kirk hat letztes Jahr ein Solo-Album rausgebracht für Anselmo. Das gute Stück hier kommt oder ist angedacht dieses Jahr mit Phil Anselmo und The Legals. Spielt in Oberhausen, Turbinenhalle, ich weiß nicht, irgendeine Platte, Cowboys from Hell oder die Vulga, wird da nachgespielt. Ich weiß nicht, welches das Ding ist, verlinke ich euch. Und ja, Hell Yeah, das ist deren aktuelle Platte, wo noch Vinnie Paul drauf ist, der zum Zeitpunkt leider schon verstorben war. Was ist jetzt hier raus entstanden? Ich überlege gerade. Mudvayne Reunion wird gemunkelt, also der Sänger von Hell Yeah mit seiner alten Kapelle. Und wir halten euch da definitiv auf dem Laufenden, was da in den nächsten Monaten erscheinen wird. Und ja, jetzt seid ihr gefragt, wird euch dieses kleine Pantera und Special hier gefallen mit Crowbar, Hell Yeah, Damage Plan? Welche Bands hört ihr aktiv oder welche kanntet ihr vielleicht noch nicht? Lasst es uns sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Vielen lieben Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt bei der Vinylstube. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir wünschen euch was und Feierabend. Ciao. Tschüss.